Am 1. August tritt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kleinkinder in Kraft. Wie sieht die Situation in Baden-Württemberg aus? Die Situation in Baden-Württemberg stellt sich ganz ordentlich dar. Wir werden für 25% aller Kinder einen Rechtsanspruch verwirklichen können, werden einen Platz bekommen. Das schließt aber nicht aus, dass an der einen oder anderen Stelle Eltern Bedarfe haben, die wir nicht decken können. Die grün-rote Landesregierung hat bei den Betreuungsplätzen eine schwierige Situation vorgefunden. Was hat die Landesregierung in den vergangenen beiden Jahren für den flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung getan? Die grün-rote Landesregierung hat sofort im Jahr 2011, also ein halbes Jahr nach Regierungsantritt, den Pakt für Familien geschlossen. Wir haben über 640 Millionen in diesen Pakt an zusätzlichen Mitteln investiert. Diese Mittel dienen einerseits des tatsächlichen Ausbaus, andererseits auch in der Fragestellung der Qualität des Ausbaus. Wir haben zusätzlich 11 Millionen für die Sprachförderung, für das sogenannte SPATZ-Programm ausgegeben. Das ist ein großes Volumen. Gemeinsam mit den Bundesinvestitionsmitteln haben wir ein ordentliches Paket geschnürt. Das wird jedoch nicht ausreichen. Der Bund ist weiterhin gefordert. Er kann die Länder, er kann das Land nicht allein lassen und er kann auch die Kommunen nicht allein lassen. Ein Problem ist der Fachkräftemangel in der frühkindlichen Bildung. Was hat die Landesregierung dagegen getan? Wir haben bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich die praxisintegrierte Ausbildung. Wir haben die Erzieherinnen-Erzieher-Ausbildung damit dualisiert. Bereits im ersten Ausbildungsjahr erhalten sie 752 Euro Ausbildungsvergütung, steigert sich bis auf 850. Damit haben wir junge Menschen erreicht, die wir sonst nicht erreichen. Wir haben einen Männeranteil von 15% in dieser Ausbildung. Über 51% hätten Hochschulzugangsberechtigung. Wir haben 4% mit bereits abgeschlossener pädagogischer Ausbildung und 25%, die eine Erstausbildung haben. Ein enormes qualitätsvolles Potenzial. Wir haben 49 schulische Standorte und werden dieses Jahr nochmal 20 schulische Standorte dazu anbieten. Darüber hinaus haben wir natürlich im Bereich der Tagespflege gemeinsam mit dem Tagespflegedachverband die Qualifizierungsmaßnahmen auch dort intensiviert, eine Kampagne gestartet, um Tagespflegepersonen zu gewinnen. Und wir werden noch in diesem Jahr ein sogenanntes Zertifizierungsverfahren für unsere öffentlichen Schulen in die Wege leiten. Das bedeutet, dass wir Berufsrückkehrerinnen dann mit Mitteln von der Bundesagentur gefördert wieder in die Fort- und Weiterbildung integrieren können. Wir erhoffen uns auch so einen zusätzlichen Gewinn im Bereich Fachkräftepotenzial. Darüber hinaus haben wir im Kindertagesbetreuungsgesetz in § 7 den Fachkräftekatalog geöffnet und wir denken, dass wir da in dieser Fachkräftegewinnung wirklich vorbildlich sind. Welche Rolle spielen die Tageseltern, um den Bedarf bei der Kinderbetreuung zu decken? Tagesmütter sind eine wichtige Säule, spielen eine wichtige Rolle, nicht nur an den randständigen Zeiten, sondern viele Tagesmütter betreuen 3 bis 5 Kinder und es ist ein zusätzliches, wichtiges Angebot. Da geht es aber auch darum, wie können wir die Tagesmütter, die Tagesväter qualifizieren, dass es qualitätsvolle Angebote sind und wie können wir sicherstellen, dass Tagespflege und öffentliche Kinderbetreuung nicht in dem, was Eltern zu bezahlen haben, so different sind, dass Tagespflege nicht nachgefragt wird. Wir erleben, dass in der Tagespflege Menschen qualifiziert werden, 1, 2 Jahre tätig sind und dann auch wieder abwandern. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir sie besser binden, was für qualitätsvolle Angebote können wir entwickeln, damit Qualität in der Tagespflege nicht immer nach 2 Jahren sich erneuern muss. Und da sind wir auch im Moment mit dem Dachverband dran, dieses zu intensivieren und auszubauen.